Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat Juli. Ergänzend zu deinem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, kannst du auch die Videos nach deinem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. Ich werde zwei Hauptenergien legen, um zu schauen, worum es hier geht für euch in diesem Monat. Und dann gehen wir ins Tarot über. Für die Steinböcke, wir haben hier das Erdelement, die Stabilität hatten wir tatsächlich schon bei sehr, sehr vielen. Hat sich schon bei vielen hier gezeigt. Also anscheinend ist das so das Thema bei sehr vielen Sternzeichen im Moment. So, was haben wir hier noch? Und Hilfe von oben. Meine lieben Steinböcke, wie ich es auch schon bei den anderen Zeichen gesagt habe, bei dem Element Erde geht es um Stabilität, Sicherheit. Es geht um berufliche Angelegenheiten, es geht um finanzielle Angelegenheiten. Es geht um langfristige Planung, es geht darum, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die im Alltag wichtig sind, die einfach erledigt werden müssen, Pflichten, Aufgaben etc. Planung für die Zukunft, Dinge, die stabil und sicher werden sollen. Du bekommst Hilfe und Unterstützung in diesem Monat. Jemand wird dich unterstützen, beziehungsweise das Universum wird dich unterstützen. Deine Engel, deine, woran auch immer du glaubst, Krafttiere, Geistführer, Verstorbene, Ahnen. Ja, also du bekommst hier Hilfe. Der liebe Gott, du bekommst Hilfe. Ja, also du bekommst Unterstützung in dieser Angelegenheit, vielleicht um Klärung in bestimmten Sachen, die mit diesen Themen zu tun haben, die ich dir eben genannt habe. So, vielleicht ist es aber auch eine ganz bestimmte Person, die dich unterstützen wird in diesem Monat. Ja, dass vielleicht hilfreiche Personen da sind, die Dinge ins Rollen bringen. Ja, wenn es auch nur jemand ist, der ein Papier genehmigt. Ja, oder eine Zahlung genehmigt oder was auch immer. Das können so Kleinigkeiten sein, nach und nach, die einfach dann auch laufen, wo Hilfe reinkommt. Was ist denn derzeit das Hauptthema für meine Steinböcke? Ja, ganz klar, König der Münzen, das seid ihr. Da sehe ich euch ganz stark und ich sehe das Berufliche. Das Berufliche wird eine große Rolle spielen, das Finanzielle wird eine Rolle spielen. Es kann aber auch sein, dass eine männliche Person hier eine Rolle spielt. Ein Partner zum Beispiel oder einfach ein König der Münzen. Ja. Wir schauen aber mal weiter. Wovon könnt ihr euch so langsam verabschieden, liebe Steinböcke? Wovon könnt ihr euch verabschieden? Die Hohepriesterin. Warum die Hohepriesterin? Das Ass der Kelche. Das Ass der Schwerter. Ha, interessant. Ich glaube, ihr geht aus einer Haltung raus, die von Abwarten geprägt ist. Die Hohepriesterin, das ist eine Haltung, in der man abwartet, in der man die Dinge einfach auf sich zukommen lässt. Und ich glaube, da geht ihr raus. Ihr geht raus aus dieser Energie. Ich nehme hier auch ein bisschen einen Konflikt wahr zwischen Verstand und Gefühl. Die Intuition kann hier auch eine ganz große Rolle spielen. Vielleicht seid ihr bisher sehr intuitiv vorgegangen. Ja, habt stark auf euer Gefühl gehört und vielleicht wollt ihr jetzt mehr auf den Verstand hören. Vielleicht geht es jetzt mehr um pragmatische Sachen. Generell würde ich jetzt sagen, oh, okay, hör mal auch bitte auf dein Gefühl, auf deine Intuition. Aber ich glaube, das ist so eine Haltung, die ihr einnehmt, die sich verändert. Gefühl versus Verstand. Und da geht die Kerze aus. Guckt mal da. Gefühl versus Verstand. Was sagt das Herz? Was sagt der Kopf? Und da hängt man dann so ein bisschen fest. Und ich glaube, diese Haltung, davon wird man sich lösen. Wir schauen jetzt aber mal weiter, um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen. Was wird immer wichtiger in diesem Monat? Die Neun der Schwerter, die Neun der Stäbe. Ihr zieht eine Grenze. Ihr lasst etwas hinter euch. Ihr zieht eine Grenze
etwas aus der Vergangenheit darf Vergangenheit bleiben und ihr geht weiter. Ihr geht weiter. Was ist das hier konkret? Die 9 der Stäbe, bitte eine Erklärung. Es könnte sich hier um eine Bekanntschaft handeln, die sehr verwirrend ist oder wo man emotional nicht weiß, woran man ist, wo jemand vielleicht auch sehr verwirrt ist, unkonkret ist, und man lässt diese Person hinter sich. Das würde sehr gut zu diesem Aspekt hier passen, wo man nicht mehr wartet. Und jetzt klar und deutlich entscheidet. Vielleicht jetzt auch einfach mal das Schwert rausholt, als der Schwert eine Entscheidung trifft und einen Cut macht. Ich sehe euch absolut pragmatisch in diesem Monat und ich habe das Gefühl, ihr pfeift so ein bisschen auf das Thema Emotionen und Gefühle und macht alles sehr pragmatisch, sehr strukturiert, vernünftig. Hier wird weniger auf das Gefühl gehört, sondern mehr auf den Verstand. Wir schauen mal weiter, wie es weitergeht hier, ob das Sinn macht, wohin euch das führt. Aber ich sehe euch so klar und deutlich entschieden, so nach dem Motto, ist mir scheißegal. Ja? Ich habe keinen Bock mehr hier zu warten. Ich habe keinen Bock mehr hier auf vielleicht vergebene Liebesmüh oder immer wieder hier Verständnis zu zeigen, Empathie zu zeigen. Und ihr sagt dann einfach so, jetzt reicht's. Vielleicht wart ihr auch sehr, sehr verständnisvoll und empathisch in Bezug auf eine Verbindung, in Bezug auf eine Angelegenheit. Und ihr möchtet das nicht mehr. Ihr sagt so, jetzt geht's ja aber, vielleicht geht's auch ums Geschäft. Und dann lässt man das Geschäft sein. Ja, und dann ist man einfach pragmatisch. Ja, und dann ist auch ein Ende mit vielleicht einer gewissen Geduld da oder Empathie oder Verständnis da. Und dass man dann sagt, jetzt reicht's, das ist hier, ja. Ich sehe euch sehr konkret, super konkret, sehr unmissverständlich und es soll weitergehen, so habe ich das Gefühl. Vieles ist von Stabilität und Sicherheit und Pragmatismus geprägt und weniger von Empathie oder Mitgefühl. Ich nehme euch jetzt aber auch nicht kalt wahr, sondern ich nehme euch einfach nur realistisch wahr. Ihr seid super realistisch in diesem Monat, so wie es aussieht, aber wir schauen mal weiter. Was kommt Unerwartetes auf euch zu? Der König der Kelche. Der König der Kelche kommt auf euch zu. Jemand, der euch emotional berührt. Eine Person, die euch emotional berührt. Vielleicht auch jemand, der euch hilft, bekomme ich gerade rein. Ein Unterstützer. Jemand, der euch unterstützt. Eine Person, die euer Herz berührt, kommt hier sehr unerwartet. Wir schauen weiter. Wohin führen euch die Ereignisse in diesem Monat? Sehr schön, zur Mäßigkeit, das richtige Maß. Ich glaube, genau darum geht's. Was sagt der Verstand, was sagt das Gefühl? Da die richtige Mischung zu finden. Ich glaube, ihr werdet in diesem Monat sehr stark die eine Seite bedienen, eher die pragmatische, vernünftige Seite. Und dann kommt etwas, was euch eines Besseren belehrt. Eine Person, die euch eines Besseren belehrt. Das ist, glaube ich, auch die Hilfe, die von oben kommt. Jemand, der euch berührt. Jemand, für den ihr Gefühle entwickelt. Und das muss nicht romantischer Natur sein. Das kann jemand sein, der euch hilft, der euch unterstützt. Das kann auch ein Bruder sein. Das kann ein guter Freund sein. Ja?
Das kann ein Sohn sein. Jemand, der euch unterstützt und der euch hilft. Und dann sagt ihr, Mensch, so eine Güte. Das berührt euch im Herzen. Es kann genauso gut romantischer Natur sein. Jemand, der eure Gefühle weckt. Und ich glaube, dann kommt so das richtige Maß auch rein zwischen Verstand und Gefühl. Und das ist hier die Mäßigkeit, die sagt, ja, hier wird vielleicht auch ein Thema geheilt, hier kommt Heilung rein und Harmonie vor allem auch. Ich sehe auch viele harmonische Ereignisse in diesem Monat, wo ihr euch wohlfühlt, wo es euch gut geht, wo ihr genießen könnt. König der Münzen ist auch der Genießer, ja. Wo ihr sagt, Mensch, jetzt ist alles mal ein bisschen ruhiger, harmonischer, angenehmer. Wir lassen mal fließen, wir lassen mal sein. Das nehme ich ganz stark für euch wahr. Schauen wir weiter. Zum Abschluss noch eine Karte für meine Steinböcke im Monat Juli. Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Ja, meine Lieben, beschütze, was du liebst. Verantwortung und Pflicht passt sehr gut zu dieser Energie, die ich hier spüre, passt auch sehr gut zu Steinbock-Energie. Ich sehe euch hier sehr auf Stabilität und Sicherheit fokussiert, sehr pragmatisch. Ne? Dies ist deine Verantwortung und Pflicht. Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, das, was man liebt, wertzuschätzen und dementsprechend das auch nicht jedem zu geben oder für jeden verfügbar zu machen. Und ich glaube, deswegen seid ihr hier vielleicht auf eine Seite, auf eine Art und Weise sehr pragmatisch oder ernst oder sehr vernünftig und vorsichtig. Und zeigt weniger die Gefühle, weil ihr hier euch selber auch schützen wollt. 9 der Stäbe, weil ihr eine Grenze zieht, weil ihr nicht verletzt werden wollt. Weil ihr nicht enttäuscht werden wollt. Ihr schützt euer Herz. Ihr schützt das, was euch lieb und teuer ist. Und ihr zieht Grenzen. Aber ich kann euch sagen, dass durch das, was hier im Außen auch auf euch zukommt, dieser Mensch hier, die Gefühle, die Emotionen, hier wird etwas geheilt, ins richtige Lot gebracht. Hier wird etwas wieder schön harmonisch, ausgeglichen, ausgewogen. Das bekomme ich super stark rein. Und dann gibt es hier so eine Synthese aus beiden Haltungen, aus der empathischen, weichen, gefühlvollen Seite und der vernünftigen, pragmatischen Seite. Es kommt wieder alles ins Lot und ihr bekommt Hilfe und Unterstützung durch andere Personen, Situationen, damit es hier auch harmonischer und entspannter zugeht in euch und im Außen. Meine lieben Steinböcke, das war es auch schon. Das war eure Legung für den Monat Juli. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter dem Video verlinkt. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo da lässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Alles, was ihr wissen müsst, ist unter dem Video verlinkt. Da findet ihr alle Informationen und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe und würde sagen, bis zum nächsten Video.